Das Märchen vom hässlichen jungen Entlein. Es war so herrlich draußen auf dem Lande, denn es war Sommer. Das Korn stand gelb, der Hafer grün und das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Schobern aufgesetzt. Der Storch ging auf seinen langen roten Beinen und plapperte ägyptisch, denn diese Sprache hatte er von seiner Frau Mutter gelernt. Rings um den Acker und die Wiesen waren große Wälder und mitten in den Wäldern waren tiefe Seen. Ja, es war wirklich herrlich draußen auf dem Lande. Dort lag mitten im Sonnenschein ein altes Gut, das von tiefen Kanälen umgeben war. Von der Mauer bis zum Wasser hinunter wuchsen große Klettenblätter, die so hoch waren, dass kleine Kinder unter den höchsten aufrecht stehen konnten. Hier war es ebenso wild wie im tiefsten Wald. Und hier saß eine Ente auf ihrem Nest, um ihre Jungen auszubrüten. Aber es dauerte nun schon fast zu lange, bis die Jungen kamen. Sie bekamen selten Besuch, denn die anderen Enten schwammen lieber in den Kanälen umher, als sich zu ihr zu setzen und mit ihr zu schnattern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. Piep, piep, sagte es, und alle Eidotter waren lebendig geworden und steckten den Kopf heraus. Die Ente sagte wack, wack, und da rappelten sich alle kleinen Entlein auf, so schnell sie konnten, und sahen sich unter den grünen Blättern nach allen Seiten um. Die Mutter ließ sie sich umsehen, so viel sie wollten, denn das Grün ist gut für die Augen. Wie groß ist doch die Welt! Hier haben wir ja viel mehr Platz als in dem Ei. Ach, glaubst du denn, dass das die ganze Welt ist? Die reicht noch viel weiter, bis auf die andere Seite des Gartens, bis hinein in das Pfarrersfeld. Aber da bin ich noch nie gewesen. Seid ihr noch alle beisammen? Ach nein, ich habe ja noch gar nicht alle ausgebrütet. Das größte Ei liegt noch da. Wie lange soll denn das dauern? Jetzt bin ich es wirklich bald leid. Nun, wie geht es? Ich bin gekommen, um dir einen Besuch abzustatten. Ach, es dauert so lange mit dem einen Ei. Es will und will nicht platzen. Sieh dir die anderen an. Sind es nicht die niedlichsten Entlein, die man je gesehen hat? Sie gleichen alle ihrem Vater. Aber dieser Bösewicht kommt nicht, um mich zu besuchen. Na, lass das einmal sehen, das nicht platzen will. Glaube mir, das ist ein Putenei. Meine liebste Ente ist auch einmal so angeführt worden und hatte große Last damit. Ja, Puten haben ja Angst vor dem Wasser. Wir haben alles versucht, aber ins Wasser war sie nicht zu bringen. Ja, ich bin sicher, es ist ein Putenei. Lass es liegen und lehre lieber die anderen Kinder schwimmen. Ach, ich will doch noch ein wenig drauf sitzen bleiben. Habe ich nun schon so lange gesessen, so kann ich auch noch ein paar Tage sitzen. Ganz wie du willst. Ich muss wieder weiter. Auf Wiedersehen. Nach einigen Minuten aber platzte das große Ei. Es machte piep, piep und das Junge kroch heraus. Es war groß und hässlich und die Entenmutter betrachtete es. Was ist denn das für ein riesengroßes Entlein? Keines von den anderen sieht so aus. Ob es doch ein Putenküken ist? Nun, wir werden es gleich wissen. Es muss ins Wasser. Und wenn ich es selbst hineinstoßen muss. Am nächsten Tag war wieder herrliches Wetter und die Sonne schien auf alle grünen Kletten. Die Entenmutter ging mit ihrer ganzen Familie zum Kanal hinunter. Platsch! Da sprang sie ins Wasser. Dann rief sie, wack, wack! Und ein Entlein nach dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug ihnen über dem Kopf zusammen, aber sie kamen gleich wieder hoch und schwammen ganz prächtig. Es waren alle im Wasser, selbst das hässliche graue Entlein. Nein, eines ist sicher, dass das kein Putenküken ist. Wie herrlich es die Beine gebraucht und wie gerade es sich hält. Im Grunde ist es doch ganz hübsch, wenn man es so recht betrachtet. Rapp, rapp, kommt nur mit mir. Ich
werde euch in die große Welt führen und euch im Entenhof den anderen vorführen. Aber bleibt immer in meiner Nähe, damit euch niemand tritt. Und nehmt euch vor den Katzen in Acht. Schau doch, Mutter, was die da auf dem Entenhof machen. Die beißen sich ja um ein Stückchen Fisch. Ja, und wie ihr seht, hat am Ende doch die Katze den Fisch bekommen. So geht es zu in der Welt. Und nun kommt und neigt euren Hals vor der alten Ente dort. Sie ist die vornehmste von allen hier. Sie ist aus spanischem Geblüt. Deshalb ist sie auch so dick. Und deshalb hat sie auch diesen roten Lappen um das Bein. Das ist etwas außerordentlich Schönes. Und die größte Auszeichnung, die einer Ente zuteil werden kann. Das bedeutet, dass man sie nicht hergeben will und dass sie von Mensch und Tier erkannt werden soll. Setzt eure Füße nicht nach innen. Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit nach außen. So wie Vater und Mutter. Seht doch, so. Nun neigt euren Hals und sagt, rapp. Was soll denn das bedeuten? Nun sollen wir noch Anhang bekommen, als ob wir nicht schon genug wären. Oh, pfui, pfui, wie das Entlein aussieht. Nein, das wollen wir nicht bei uns dulden. Lass ja mein Entlein in Ruhe. Es tut ja niemandem etwas. Das ist egal. Es ist zu groß und außergewöhnlich. Und deshalb muss es gepufft werden. Lass sie in Ruhe. Es sind alles hübsche Kinder, bis auf das eine. Es ist nicht gut geraten. Ich wünschte, du könntest es noch einmal machen. Das geht nicht, euer Gnaden. Es ist zwar nicht hübsch, aber es hat ein gutes Gemüt und schwimmt so herrlich wie die anderen. Ja, ich darf sogar sagen, noch etwas besser. Es wird auch bald aufhören zu wachsen. Es lag daran, dass es zu lange in dem Ei gelegen hat. Und deshalb hat es nicht die rechte Gestalt bekommen. Außerdem ist es ein Enterich und darum macht es auch nicht so viel aus. Ich glaube, er wird recht kräftig werden und schlägt sich schon durch. Naja, die anderen sind ja ganz niedlich. Tut nur, als ob ihr hier zu Hause wäret und wenn ihr einen Aalkopf finden solltet, so dürft ihr ihn mir bringen. Und so fühlten sie sich wie zu Hause. Aber das arme, hässliche Entlein wurde von den anderen Enten und auch von den Hühnern gebissen, gestoßen und geärgert. Alle sagten, es sei zu groß geraten und der Truthahn, der mit Sporen zur Welt gekommen war und deshalb glaubte, er sei der Kaiser, blähte sich auf wie ein Schiff mit vollen Segeln, ging geradewegs auf das Entenküken los. Er kollerte und bekam einen roten Kopf. Das arme Entlein wusste nicht, wo es gehen und stehen sollte und war ganz traurig, weil es so hässlich aussah und vom ganzen Entenhof verspottet wurde. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer und schlimmer. Selbst die Geschwister waren böse und das arme Entlein wurde von allen gejagt. Wenn dich doch nur die Katze fangen würde, du hässliches Entlein! Oh, alle sind sie so böse zu dir, wenn du nur weit, weit fort wärest. Das hässliche Entlein war es jetzt leid, immer nur von den anderen herumgestoßen zu werden, lief an und flog über den Zaun. Es flog weiter und weiter und kam zu einem großen Moor, wo die Wildenten wohnten. Was bist du für einer? Ich bin ein junges Entlein und grüße euch. Bist du hässlich. Aber das kann mir ja egal sein, wenn du bloß nicht in unsere Familie hineinheiratest. Ich denke noch lange nicht ans Heiraten. Ich möchte nur im Schilf ein wenig ausruhen und Wasser trinken. Wenn es weiter nichts ist, das darfst du schon. Ich danke euch. Was ist denn das? Jetzt müssen wir uns alle ganz schnell verstecken. Sie sind wieder auf der Jagd, um uns abzuschießen. Und was ist das? Das sind die Jagdhunde. Die kommen, um uns zu holen, wenn wir von ihren Kugeln getroffen werden. Hier wird man aber wirklich gefährlich. Keine Bange. Dich wollen sie nicht. Du bist zu hässlich. Pass auf, da kommt ein großer Hund auf uns zu. Wo soll ich denn hin? Bist du nicht mehr da, Wildente? Wieder weg. Siehst du, du bist so hässlich, dass dich sogar der Hund nicht mag. Das Entlein versteckte sich weiter. Die Schrotkörner flogen nur so in der Luft herum und es traute sich nicht heraus. Erst am Abend wurde es stiller. Aber dann erhob es sich und eilte fort aus dem düsteren Moor, so schnell es nur konnte. Es lief über Feld und Wiese, aber da tobte plötzlich ein Sturm, dass es sich kaum weiter bewegen konnte.
Gegen Abend erreichte es eine alte Bauernhütte. Die war so baufällig, dass sie selbst nicht wusste, nach welcher Seite sie eigentlich fallen sollte, und darum blieb sie wohl auch stehen. Der Sturm brauste und brauste und nimmer schlimmer, und das Entlein musste sich dagegen stemmen, um nicht fortgerissen zu werden. Da hob der Sturm die Tür der Hütte aus der Angel, sodass sie etwas schief hing. Jetzt konnte das Entlein schnell durch den Spalt in die Hütte hineinschlüpfen. Hier wohnte eine alte Frau mit ihrem Kater und einer Henne. Und der Kater, den sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und schnurren. Er sprühte sogar Funken, aber dann musste man ihn gegen den Strich streicheln. Die Henne hatte ganz kurze Beine und deshalb wurde sie Hühnchen-Kurzbein genannt. Sie legte aber gute Eier und die alte Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind. Als der Morgen kam, erkannte man sogleich das fremde Entlein. Aber was geschah? Die Henne gluckte und der Kater begann zu schnurren. Was ist denn das? Hat sich eine Ente zu mir verirrt? Das ist ja ein seltener Fang. Jetzt werde ich auch noch Enteneier bekommen. Es wird doch nicht ein Enterich sein. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Kannst du Eier legen? Nein. Dann wirst du jetzt die Güte haben zu schweigen. Miau. Kannst du einen krummen Buckel machen? Schnurren und Funken sprühen? Nein. So darfst du auch keine Meinung haben, wenn vernünftige Leute sprechen. Ich möchte so gerne wieder einmal auf einem großen Wasser schwimmen. Miau, miau. Was fällt dir ein? Was sind denn das für Gelüste? Du hast nichts zu tun, deshalb kommst du auf so dumme Gedanken? Leg Eier und schnurre, dann werden dir die Flausen schon vergehen. Aber es ist so schön, auf dem Wasser zu schwimmen. So herrlich, es über dem Kopf zusammenschlagen zu lassen und bis auf den Grund zu sehen. Miau, miau. Das soll ein großes Vergnügen sein. Du bist wohl verrückt geworden. Ich, der Kater, bin das klügste Geschöpf von euch allen. Und ich sage euch, es ist kein Vergnügen, im Wasser zu schwimmen und gar zu tauchen. Fragt doch unsere Herrschaft, die alte Frau. Sie hat auch keine Lust zu schwimmen und das Wasser über dem Kopf zusammenschlagen zu lassen. Ach, ihr versteht mich nicht. Miau, wir verstehen dich nicht. Wer soll dich denn verstehen können? Du wirst doch wohl nicht klüger sein wollen als ich. Bilde dir nichts ein und sei dem Schöpfer dankbar für alles, was dir hier Gutes erwiesen wurde. Hast du nicht eine warme Stube? Ja, ja, ja. Hast du nicht Gesellschaft, von der du profitieren kannst? Ja. Aber du bist geschwätzig. Es ist nicht gerade erfreulich, mit dir umzugehen. Mir kannst du glauben, ich meine es gut mit dir, wenn ich dir ein paar unangenehme Dinge sage. Nur daran erkennt man seine wahren Freunde. Nun sieh zu, dass du Eier legst und lerne zu schnurren. Miau. Ich gehe hinaus in die weite Welt. Miau, wir werden dich nicht aufhalten. Und das Entlein ging. Aber es wurde noch immer wegen seiner Hässlichkeit missachtet. Dann kam der Herbst und die Blätter im Wald wurden gelb und braun und es wurde täglich kälter. Dann begann es zu frieren und die Wolken hingen schwer von Hagel und Schneeflocken. Der Rabe saß am Zaun und schrie vor lauter Kälte. Das arme junge Entlein hatte es wirklich nicht gut und dachte manchmal, ach, wäre ich doch lieber bei der alten Frau, dem Kater und der Henne geblieben. Eines Abends kam ein Schwarm herrlicher, großer Vögel aus dem Busch. Das Entlein hatte noch nie solche schönen Vögel gesehen. Sie waren blendend weiß mit langen, geschmeidigen Hälsen. Es waren Schwäne. Sie stießen einen ganz eigentümlichen Ton aus, breiteten ihre langen, weißen Flügel aus und flogen aus der kalten Gegend in wärmere Länder zu offenen Seen. Sie stiegen so hoch und dem kleinen Entlein wurde ganz sonderbar zumut. Es drehte sich im Wasser rum, legte sich auf den Rücken, um die großen Vögel fliegen zu sehen, aber sie wurden immer kleiner und kleiner, bis sie verschwunden waren. Oh, wenn ich doch auch so weiß wäre wie diese Vögel und wenn ich so gut fliegen könnte, dorthin, wo es jetzt wärmer ist. Aber überall will man mich nicht haben. Überall verspottet man mich nur. Ich will ja
gar nicht so schön sein wie diese großen Vögel. Aber wenn ich wenigstens einmal andere Tiere finden könnte, mit denen ich leben könnte. Ich bin immer so allein. Und jetzt ist es auch noch so kalt. Ich bin ein unglückliches Entlein. Dann kam der Winter und es wurde so kalt, dass das Entlein immerzu auf dem Wasser herumschwimmen musste, damit es nicht zufror. Aber in jeder Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, kleiner und kleiner. Es fror so, dass die Eisdecke knackte. Das Entlein musste ständig die Beine bewegen, damit sich das Loch nicht schloss. Zuletzt war es so erschöpft, dass es ganz still dalag und im Eis festfror. Am Morgen kam ein Bauer daher und sah das Entlein im Eis. Er nahm seinen Holzschuh, schlug das Eis auf und trug das Entlein in sein Haus. Die Frau des Bauern erweckte es auch wieder zu neuem Leben. Als der Bauer, der den Tag über in der Stadt war, abends nach Hause kam, stöhnte die Bauersfrau. Was hast du uns denn da für einen Tunichtgut ins Haus gebracht? Die Kinder wollten mit dem Entlein spielen. Da rannte es vor Angst in der Stube umher, flog in den Milchnapf, dann in das Butterfass. Die Milch spritzte nur so in der Stube umher. Dann flog es in die Mehltonne und wieder heraus. Wir wollten es einfangen, aber es schlüpfte zur Tür hinaus und verschwand im Schnee. Es wäre eine zu traurige Geschichte, wollte man von all der Not und dem Elend erzählen, die das Entlein in diesem harten Winter noch erdulden musste. Es lag im Moor, im Schilf, als die Sonne wieder warm zu scheinen begann. Die Lerchen sangen wieder und es begann ein herrlicher Frühling. Auf einmal konnte das Entlein wieder seine Flügel schwingen. Sie schlugen kräftiger als zuvor und trugen es im Flug davon. Und bevor es das Recht begriff, befand es sich in einem großen Garten, wo die Apfelbäume in Blüte standen. Und ringsherum duftete der Flieder. Oh, hier war es schön und frühlingsfrisch. Und vorn aus dem Dickicht kamen drei prächtige weiße Schwäne. Sie rauschten mit den Flügeln und schwammen ganz leicht auf dem Wasser dahin. Als das hässliche Entlein diese wunderschönen Tiere erblickte, bekam es eine tiefe Traurigkeit. Ach, ich werde einfach hinfliegen zu diesen wunderschönen königlichen Vögeln. Sie werden mich schon nicht totschlagen, weil ich so hässlich bin und es wage, mich ihnen zu nähern. Aber das macht auch nichts. Besser von ihnen getötet zu werden, als von Katern gejagt und von Enten gezwackt und von Mädchen herumgestoßen zu werden. Und so flog das Entlein auf das Wasser und schwamm den Schwänen entgegen. Als diese das Entlein erblickten, schossen sie brausend auf das hässliche Entlein los. Tötet mich nur! Tötet mich nur! Das Entlein neigte seinen Kopf tief hinab bis auf das Wasser und erwartete den Tod. Aber was erblickte es da in dem klaren Wasser? Es sah sein eigenes Bild. Und es war gar kein schwarzgrauer Vogel mehr. Es war nicht mehr hässlich und garstig, sondern es war jetzt selbst ein Schwan, ein stolzer, weißer Schwan. Es schadet also gar nichts, wenn man in einem Entenhof geboren ist. Man muss nur in einem Schwanenei gelegen haben. Ich bin eigentlich froh, dass ich all die Not und das Elend erduldet habe. Denn jetzt kann ich mein Glück erst so richtig schätzen. Und die anderen großen Schwäne, wie sie mich umschwimmen, wie sie mich mit ihren Schnäbeln streicheln. Ich glaube, dass ich jetzt zu ihnen gehöre, dass sie mich in ihre Mitte aufgenommen haben. Einige kleine Kinder kamen in den Garten und warfen Brot und Körner in das Wasser. Und das Kleinste rief, da ist ein Neuer. Und die anderen jubelten mit, ja, da ist ein Neuer angekommen. Sie klatschten in die Hände und tanzten umher, holten Vater und Mutter und es wurde Brot und Kuchen ins Wasser geworfen. Sie riefen alle, der Neue ist der Schönste, so jung und prächtig. Und alle alten Schwäne verneigten sich vor ihm. Da fühlte es sich so beschämt und steckte den Kopf unter die Flügel. Es wusste nicht, was es sonst tun sollte, denn es war allzu glücklich, aber durchaus nicht hochmütig, denn ein gutes Herz wird nie hochmütig. Es dachte daran, wie es verfolgt und verhöhnt worden war, und hörte nun alle sagen, dass es der schönste aller schönen Vögel sei.
Selbst der Flieder bog seine Zweige zu ihm in das Wasser hinab und die Sonne schien so warm und so mild. Überall, wohin es auch schaute, standen die Menschen und hielten nach ihm Ausschau und sagten, dass sie einen so schönen und stolzen weißen Schwan nie vorher erblickt hätten. Und auf dem Wasser, in der glänzenden Sonne, schwamm er nun inmitten seiner Gefährten dahin, bewundert und glücklich. So viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, damals, als ich noch das hässliche kleine Entlein war. Der Kaiser ein Chinese und alle, die er um sich hat, sind auch Chinesen. Es ist zwar schon viele, viele Jahre her, aber gerade deshalb ist es wert, diese Geschichte zu hören. Das Schloss des Kaisers war das prächtigste der ganzen Welt und ganz und gar aus feinstem Porzellan erbaut. Es war überaus kostbar, aber so spröde, dass es gefährlich war, es heftig anzustoßen. Man musste sich immer ordentlich in Acht nehmen. Im Garten gab es die seltsamsten Blumen und die prächtigsten unter ihnen waren an silberne Glocken gebunden, die immer erklangen, damit ja keiner vorüberging, ohne sie zu bemerken. Ja, alles war in des Kaisers Garten so kunstvoll angelegt und erstreckte sich so weit, dass selbst der Gärtner sein Ende nicht kannte. Wenn man weiterging, kam man in den herrlichsten Wald mit hohen Bäumen und tiefen Seen, bis ans Meer. Die großen Schiffe konnten bis unter die Zweige segeln und in diesem wohnte die Nachtigall. Diese sang so herrlich, dass selbst der Fischer in seinem Fang innehielt, um ihr zu lauschen. Und jeder war von ihrem Gesang verzaubert. Alle Reisenden erzählten davon. Sie bewunderten das Schloss und den Garten, aber wenn sie die Nachtigall gehört hatten, waren sie alle einer Meinung und sagten, das war das Beste. Überall in der ganzen Welt schrieb man über die Nachtigall. Und die Leute, die dichten konnten, verfassten die herrlichsten Gedichte über die Nachtigall im Wald bei dem tiefen See. Die Bücher gingen um die ganze Welt und einige davon kamen auch an den Hof des Kaisers. Es freute ihn, so viele prächtige Beschreibungen über sein Reich, sein Schloss und seinen Garten zu lesen. Und dann las er den Satz, aber die Nachtigall ist doch das Allerbeste. Was ist das? Was lese ich da? Die Nachtigall kenne ich ja gar nicht. Ist ein solcher Vogel hier in meinem Kaiserreich und sogar in meinem Garten? Ja, das habe ich ja noch nie gehört.
So etwas muss man erst aus Büchern erfahren, die in fremden Ländern geschrieben wurden. Ruft mir sofort den Kammerherrn. Ich bin schon da, Majestät. Was steht zu Ihren höchsten Diensten? Hier soll ein höchst merkwürdiger Vogel sein, der Nachtigall genannt wird. Man spricht davon, dass es der allerbeste sei in meinem großen Reich. Weshalb hat man noch nie etwas davon gesagt? Ich habe ihn früher nie nennen hören. Er ist nie bei Hofe vorgestellt worden, Eure Majestät. Ja, aber ich will, dass er heute Abend hierher kommt und bei mir singt. Die ganze Welt weiß, was ich habe, nur ich weiß es nicht. Ich habe ihn früher nie nennen hören, aber ich werde ihn suchen und ich werde ihn finden. Der Kammerherr lief alle Treppen auf und ab, durch Säle und Gänge, aber niemand, den er traf, hatte je von der Nachtigall sprechen hören. Und so lief der Kammerherr wieder zum Kaiser. Eure kaiserliche Majestät, das mit der Nachtigall muss wohl eine Fabel sein und es ist bestimmt eine Erfindung von denen, die diese Bücher geschrieben haben. Man darf nicht alles glauben, was geschrieben wird. Das sind Erdichtungen und das, was man die schwarze Kunst nennt. Aber das Buch, in dem ich das gelesen habe, ist mir vom großmächtigen Kaiser von Japan gesandt worden. Und so kann es doch auch keine Unwahrheit sein. Ich muss die Nachtigall hören. Sie muss heute Abend hier sein und vor mir singen. Zimpi, ich werde überall suchen. Überall. Und ich werde sie finden. Hey, kennt ihr die Nachtigall? Hey, Diener, kennst du die Nachtigall? Auch nicht. Ja, kennt denn niemand diese Nachtigall, die unser Kaiser hören möchte? Hey, hey, du da, Mädchen. Kennst du die Nachtigall? Die Nachtigall? Oh Gott, die Nachtigall. Die kenne ich gut. Ja, wie die singen kann. Ich darf jeden Abend Überbleibsel vom Tisch mit nach Hause nehmen zu meiner armen, kranken Mutter. Und wenn ich müde bin, ruhe ich mich im Wald etwas aus. Und da höre ich sie immer singen. Es kommen mir dabei die Tränen in die Augen. Und es ist so, als ob meine liebe Mutter mich küsst. Du liebe kleine Köchin, ich werde dir eine feste Anstellung in der Küche verschaffen und außerdem die Erlaubnis, den Kaiser speisen zu sehen, wenn du mich zu der Nachtigall führen kannst. Sie soll heute Abend vor dem Kaiser singen. Oh, nun haben wir sie. Es ist doch eine merkwürdige Kraft in so einem kleinen Tierchen. Die hat man aber sicher doch schon früher gehört. Nein, Herr. Das war eine Kuh, die da gebrüllt hat. Wir sind noch weit von dem Ort entfernt, wo die Nachtigall singen. Ah, oh, herrlich. Nun höre ich sie. Es klingt so wie kleine Kirchenglocken. Oh nein, das ist sie nicht. Das sind Frösche. Aber nun, denke ich, werden wir sie bald hören. Hört ihr? Hört ihr? Das ist sie. Und da sitzt sie, da, in den Zweigen. Ist es möglich? So hätte ich sie mir nicht vorgestellt, wie gewöhnlich sie aussieht. Sie hat sicher ihre Farbe dadurch verloren, weil sie so viele vornehme Menschen um sich erblickt. Kleine Nachtigall, unser gnädigster Kaiser wünscht, dass du vor ihm singst. Mit dem größten Vergnügen. Es klingt wie Glasglocken. Und seht, die kleine Kehle, wie sie arbeitet. Es ist doch merkwürdig, dass wir sie früher nie gehört haben. Und sie wird einen großen Erfolg bei Hof haben. Soll ich denn noch einmal vor dem Herrn Kaiser singen? Und meine vortreffliche Nachtigall, ich bin doch nicht der Kaiser. Ich habe nur die große Freude, sie zu einem Hoffest heute Abend einzuladen, wo sie seine hohe kaiserliche Gnaden mit ihrem reizenden Gesang bezaubern werden. Ihr da unten? Ihr seid nicht der Kaiser?
Aber ich komme trotzdem gerne mit. Auf dem Schloss war alles ordentlich aufgeputzt. Wände und Fußböden, die von Porzellan waren, glänzten im Strahl vieler tausend Goldlampen. Die prächtigsten Blumen, die alle schön klingeln konnten, waren in den Gängen aufgestellt. Mitten in dem großen Saal, wo der Kaiser saß, war ein goldener Stab aufgestellt und auf dem sollte die Nachtigall sitzen. Der ganze Hofstaat war da und auch die kleine Köchin hatte die Erlaubnis erhalten, hinter der Tür zu stehen, da sie nun den Titel einer wirklichen Hofköchin erhalten hatte. Alle sahen nach dem kleinen grauen Vogel, dem der Kaiser gnädig zunickte. Und dann begann die Nachtigall zu singen. So herrlich, dass dem Kaiser die Tränen in die Augen kamen und sie sang immer schöner und immer schöner. Der Kaiser war so glücklich, dass er der Nachtigall überschwänglich dankte. Du hast so wunderschön gesungen und hast mein Herz gerührt, dass ich dich bitte, diesen goldenen Pantoffel anzunehmen und ihn um deinen Hals zu tragen. Ich danke Eurer Majestät. Ich habe Tränen in des Kaisers Augen gesehen. Das ist mir der schönste Lohn. Eines Kaisers Tränen haben eine besondere Kraft. Gott weiß es. Und ich bin genug belohnt. Die Lakaien und Kammermädchen ließen vermelden, dass auch sie mit dem Gesang der Nachtigall zufrieden seien. Und das will viel sagen, denn ihnen kann man es nur schwer recht machen. Kurz, die Nachtigall hatte einen Riesenerfolg. Sie sollte nun bei Hofe bleiben, ein eigenes großes Bauer haben und die Freiheit, zweimal des Tages und einmal des Nachts hinauszufliegen. Sie bekam dann 12 Diener mit, welche ihr alle ein Seidenband um das Bein geschlungen hatten, an dem sie sie festhielten. Für die kleine Nachtigall war so ein Ausflug alles andere als ein Vergnügen. Es sprach schon die ganze Stadt Peking von diesem merkwürdigen Vogel. 11 Kinder hatte man schon nach der Nachtigall benannt, aber keines hatte ihr Gold in der Kehle. Eines Tages bekam der Kaiser ein großes Paket, auf dem geschrieben stand, die Nachtigall. Da haben wir schon wieder ein berühmtes Buch über unseren herrlichen Vogel erhalten. Ja, na mach das Paket mal auf. Ja, was denn? Ja, aber das ist ja gar kein Buch. Das ist ja eine Nachbildung unserer Nachtigall aus reinstem Porzellan und über mit Diamanten, Rubinen und Saphiren besetzt. Hier ist eine kleine Schraube. Darf ich mir das einmal ansehen? Ja, nimm hin. So, hört doch. Sie singt. Hier ist auch ein Schildchen angebracht. Darauf steht: Des Kaisers von Japan Nachtigall ist arm gegen die des Kaisers von China. Ja, das finde ich vornehm und aufmerksam. Ja, man soll dem Boten, der mir diese Nachtigall gebracht hat, den Titel eines kaiserlichen Nachtigallenüberbringers verleihen. Ja, nun sollten die beiden Nachtigallen aber mal zusammen singen. Aber als sie den Versuch machten, klappte es nicht. Denn die Nachtigall des Kaisers sang frei und die Nachtigall aus Porzellan sang von einer Walze. So konnten sie nie miteinander harmonieren. Der kaiserliche Spielmeister sagte dem Kaiser, dass der Kunstvogel daran keine Schuld habe. Er sänge ganz genau im Takt seiner Schule. Von nun an sollte der Kunstvogel allein singen. Er fand ebenso viel Beifall wie die richtige Nachtigall und war auch viel niedlicher anzusehen, mit seinen Diamanten und Rubinen am Gefieder. 33 Mal sang er immer das gleiche Stück und wurde es doch nicht müde. Die Leute hätten ihn gerne wieder von vorne gehört, aber der Kaiser meinte, nun solle die richtige Nachtigall wieder einmal singen. Aber wo war sie? Niemand hatte gemerkt, dass sie durch das offene Fenster zurück in ihre Wälder geflogen war. Aber, sie ist einfach davongeflogen. Sie ist eben ein undankbarer Vogel. Aber, Majestät, den besten Vogel haben wir ja noch. Er ist ja auch viel besser als diese andere graue Nachtigall. Nicht nur was die Kleider betrifft, auch innerlich. Ja, viel besser. Habe ich recht, Spielmeister? Ja, ihr habt recht. Denn sehen Sie, meine Herrschaften, der Kaiser vor allem, bei der wirklichen Nachtigall kann man nie berechnen, was da kommen wird. Aber bei dem Kunstvogel ist alles bestimmt.
Man kann es erklären. Man kann ihn aufmachen und die menschliche Erfindung zeigen. Wie die Walzen liegen, wie sie gehen, wie das eine aus dem anderen folgt. Bei der wirklichen... Ach, das ist... Ja, das sind doch ganz meine Gedanken, Spielmeister. Du erhältst von mir die Erlaubnis, am Sonntag diese Nachtigall dem Volk vorzuführen. Auch die Leute draußen sollen diesen wundervollen Vogel singen hören. Ich danke, Majestät. Ich danke für die Gnade. Und so sang die künstliche Nachtigall am Sonntag vor allen Leuten auf den Plätzen, und alle waren begeistert von dem Gesang des Kunstvogels. Der Spielmeister ging durch die Reihen und freute sich über die begeisterten Zurufe des Volkes. Da sah er einen jungen Mann stehen, der zwar vor sich hin lächelte, aber doch nicht in die allgemeine Begeisterung fiel. Nun, junger Mann, deiner Miene nach zu urteilen, bist du nicht sehr begeistert vom Gesang dieses Kunstvogels. Es klingt sehr hübsch, die Melodien gleichen sich auch. Aber es fehlt etwas. Ich weiß zwar nicht was, aber es fehlt etwas. Nun, es wird den Kaiser nicht freuen, der mit dem Konzert hier dem Volk eine Freude machen wollte. Ich werde ihm davon berichten. Sogleich gehe ich zu ihm. Majestät, da gibt es doch tatsächlich Leute, die sagen, dass dem Kunstvogel etwas fehlen werde. Sie ziehen die wirkliche Nachtigall diesem hier vor. Das erschreckt mich aber. Na gut, ich befehle. Man weise die Nachtigall sofort außer Landes. Die Leute sollen ihren Gesang nie mehr vernehmen. Diesen Kunstvogel hingegen stelle man auf ein Seidenkissen neben mein Bett. Er soll den Titel hochkaiserlicher Nachttischsänger erhalten. Er soll an meiner linken Seite residieren, denn das ist meine vornehme Seite, die an meinem Herzen. Und du, Spielmeister, wirst ein 25-bändiges Buch über diesen Vogel schreiben. Es muss lang und gelehrt sein und voll der schwierigsten chinesischen Wörter. So, dass alle Leute sagen müssen, sie hätten es gelesen und verstanden. Denn sie wollen ja nicht als dumm gelten. Ja, Majestät, ich danke für die hohe Auszeichnung. Nach einem Jahr kannten alle Chinesen jeden Ton der künstlichen Nachtigall auswendig. Aber gerade das gefiel ihnen dabei am allerbesten. Sie konnten jeden Ton mitsingen und das taten sie auch. Die Straßenbuben sangen Zizi, Zizi, Gluck, 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 Gluck. Und auch der Kaiser sang es, wenn er in prächtiger Laune war. Aber eines Abends, als der Kunstvogel gerade am besten sang und der Kaiser im Bett lag und ihm zuhörte, machte es schwupp in seinem Innern. Alle Räder liefen herum und dann schwieg die Musik. Der Kaiser sprang aus seinem Bett und ließ den Uhrmacher holen und dann seinen Leibarzt. Aber keiner konnte ihm helfen. Da sagte der Uhrmacher, ich kann ihn schon ein wenig zusammensetzen, aber er muss sehr geschont werden, denn die Räder sind abgenützt und es ist unmöglich, neue einzusetzen. Ja, wie oft am Tage darf er denn singen? Nicht jeden Tag. Höchstens 2 oder 3 Mal im Jahr. Was? Nur 2 oder 3 Mal im Jahr darf ich den Vogel singen lassen? Und das ist schon fast zu viel, Majestät. Oh. Spielmeister, was sagt ihr denn dazu? Ja, nach dem inneren Vivarti Zinzibinzi des Vogels und nach dem Bulankondachi Hachi im Mechanismus und des Kalihonivachiken-Gesanges habe ich festgestellt, dass der Vogel genauso oft singen kann wie immer. Aber der Vogel verstummte. Nun waren 5 Jahre vergangen und das ganze Land verfiel in große Trauer. Jetzt war der Kaiser krank geworden und man sagte, dass er nicht mehr lange zu leben habe. Schon war ein neuer Kaiser gewählt und das Volk auf der Straße trauerte um den alten, kranken Kaiser. Im Schloss hatte man alle Säle und Gänge mit Tuch ausgelegt, damit man niemand gehen hören konnte, aber der Kaiser war noch nicht tot. Steif und bleich lag er in dem prächtigen Bett mit den langen Samtgardinen und den schweren Goldquasten. Hoch oben stand ein Fenster offen und der Mond schien auf den Kaiser und den Kunstvogel auf dem Seidenkissen. Der Kaiser konnte kaum atmen. Es war ihm, als ob etwas auf seiner Brust säße. Er schlug die Augen auf, da sah er, dass es der Tod war,
der sich seine goldene Krone aufgesetzt hatte und in der einen Hand des Kaisers goldenen Säbel und in der anderen seine prächtige Fahne hielt. Und aus den Falten der großen Samtgardinen sahen wunderliche Köpfe hervor. Einige ganz hässlich, andere wieder lieblich und mild. Was ist das, was ich hier sehe? Das sind deine bösen und deine guten Taten. Erinnerst du dich daran? Oh, mach Musik! Hol die große chinesische Trommel, damit ich nicht alles zu hören brauche, was du sagst. Musik! Musik! Du herrlicher kleiner Goldvogel, sing doch, dass ich den Tod nicht höre. Ich habe dir doch Gold und Kostbarkeiten gegeben. Ich habe dir selbst meinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt. Sing doch, sing doch, sing! Aber der Vogel schwieg. Denn es war ja niemand da, um ihn aufzuziehen. Und sonst sang er nicht. Und der Tod fuhr fort, den Kaiser mit seinen großen, leeren Augenhöhlen anzustarren. Und es war so schrecklich still. Da erklang auf einmal vom Fenster her der herrlichste Gesang. Es war die kleine, lebendige Nachtigall. Sie hatte von der Not ihres Kaisers gehört und deshalb war sie gekommen, ihm Trost und Hoffnung zu singen. Und wie sie so sang, wurden die Gespenster immer bleicher und bleicher. Und der Kaiser fühlte wieder Bewegung in seinen schwachen Gliedern. Und selbst der Tod horchte und sagte: Sing weiter, kleine Nachtigall. Sing weiter. Ja, ich singe. Aber du musst mir den prächtigen goldenen Säbel und die Fahne und des Kaisers Krone geben. Und der Tod gab jedes Kleinod für einen Gesang. Und die Nachtigall sang weiter. Von dem stillen Acker, wo die weißen Rosen wachsen, wo der Flieder duftet und wo das frische Gras von den Tränen befeuchtet wird. Da bekam der Tod Sehnsucht nach seinem Garten und schwebte wie ein kalter, weißer Nebel aus dem Fenster. Oh, ich danke dir, du himmlischer kleiner Vogel. Ich kenne dich wohl und dich habe ich vor vielen Jahren aus meinem Reich verbannt. Und doch bist du gekommen und hast die bösen Geister von meinem Bett weggesungen und den Tod von meinem Herzen fortgejagt. Ach, wie kann ich es dir bloß lohnen? Du hast mich belohnt. Ich habe deinen Augen Tränen entlockt, als ich das erste Mal an deinem Hofe sang. Das vergesse ich nie. Das sind die Juwelen, die eines Sängers Herz erfreuen. Aber schlaf jetzt. Ich werde weiter für dich singen. Der Kaiser fiel in einen tiefen Schlaf und am nächsten Morgen, als die Sonne durch das Fenster schien, erwachte er und war gesund wie je zuvor. Keiner von seinen Dienern ließ sich sehen, denn alle glaubten, er sei tot. Nur die Nachtigall saß noch an seinem Bett. Du sollst jetzt immer bei mir bleiben und du sollst nur dann singen, wenn du es selbst willst. Und diesen Kunstvogel hier schlage ich in 1000 Stücke. Tu das nicht. Er hat ja sein Bestes gegeben, solange er konnte. Behalte ihn wie bisher. Ich kann im Schloss nicht mein Nest bauen und hier wohnen wie er. Aber lass mich kommen, wenn du Lust verspürst, mich zu hören. Dann werde ich des Abends auf dem Zweig dort beim Fenster sitzen und dir vorsingen, damit du froh wirst und nachdenklich zugleich. Ja, wie kann man denn froh sein und nachdenklich zugleich? Ich werde dir von den Glücklichen singen und auch von denen, die in deinem Reich leiden müssen. Ich werde von Guten und von Bösen singen und von allem, was rings um dich hier geschieht und dir doch verborgen bleibt. Du meinst, dass es Dinge gibt, die in meinem Reich geschehen, von denen ich nichts weiß? So ein kleiner Singvogel wie ich fliegt weit im Land herum. Ich fliege zu den armen Fischern und mache auf dem Dach des Bauern Rast und komme zu jedem, der weit von dir und deinem Hof entfernt ist. Ich liebe dein Herz mehr als deine Krone und deshalb werde ich kommen und für dich singen. Aber eines musst du mir versprechen. Alles, alles. Ich verspreche dir alles, was du willst. Ich bitte dich nur um eines. Erzähle niemandem, dass du mich, die kleine Nachtigall, hast, die dir alles sagt, was in deinem Reich geschieht und dass du von mir erfahren wirst, was die Menschen in deinem Reich denken
und welche Nöte sie haben. Ich verspreche dir, dass das immer unser Geheimnis bleiben wird. Und morgen früh werde ich draußen auf dem Zweig sitzen und für dich singen. Der Kaiser wunderte sich, wo denn seine Diener blieben. Es war doch schon sehr spät und sie hätten längst mit dem Frühstück da sein müssen. Erst nach einer Weile hörte er ein zaghaftes Klopfen. Einer der Diener war gekommen, um nach seinem toten Kaiser zu sehen. Als er aber sah, dass der Kaiser in seiner kaiserlichen Tracht, die er selbst angelegt hatte, vor ihm stand, lief er laut rufend in den Gang hinaus, um die Dienerschaft in das Zimmer des Kaisers zu bringen. Da standen sie nun vor ihrem Kaiser und starrten ihn an wie einen Geist. Aber der Kaiser sagte nur: Guten Morgen.